Erwähne zur Mutter der Barmherzigkeit, siebenter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Wir beten um Barmherzigkeit für die ganze Welt, für alle Leidenden, Gefangenen, Kranken und Atheisten. Die Mutter Gottes, der Barmherzigkeit, möchte allen das Geschenk des Glaubens vermitteln und wartet darauf, jedem Einzelnen zu helfen. Wir wollen auch die Mutter Gottes der Barmherzigkeit trösten, deren Herz mit Schmerz erfüllt ist, weil so viele Menschen nicht an den einen wahren Gott glauben. Wir bitten die Mutter Gottes der Barmherzigkeit, Fürbitte einzulegen, dass alle Menschen zum wahren Glauben gelangen. Mögen die Gnaden der göttlichen Barmherzigkeit sie erleuchten und ihnen Erkenntnis schenken. Mutter Gottes der Barmherzigkeit, du wirst nichts anderes, als dass allen Leidenden geholfen wird. Durch deine Barmherzigkeit erwirkst du den Loskauf der Gefangenen von Gott. Den Kranken erbittest du in barmherziger Liebe Heilung oder Linderung. Erbitte von der Barmherzigkeit Gottes die Gnade, dass die Menschen den wahren Gott erkennen und zum rechten Glauben finden. Hilf jenen, die in der Gefangenschaft des Atheismus und falscher Ideologien leben. Erwirke ihnen durch deine Fürsprache bei der göttlichen Barmherzigkeit Befreiung aus den Fesseln der Sünde. Barmherziger Jesus, erhöre die Fürbitte deiner heiligsten Mutter um Barmherzigkeit für die ganze Welt. Sammle du als guter Hirte in deiner Barmherzigkeit jene versprengten Schafe, die vom rechten Weg abgeirrt sind, durch den Verlust des wahren Glaubens. Zeige dich als das Licht der Welt und erleuchte die Finsternis, in der so viele Atheisten und Anhänger von falschen Lehren leben. Hilf mit der Arznei deiner göttlichen Barmherzigkeit den Kranken, Leidenden und Gefangenen, den Ungläubigen. Um der Verdienste deines bitteren Leidens und Sterbens und der Schmerzen Mariens willen, erweise der ganzen Welt deine große Barmherzigkeit. Hilf den Menschen, den wahren Gott zu finden, damit du als barmherziger Erlöser der Welt von der ganzen Menschheit verherrlicht wirst. Amen. O Maria, öffne uns das Tor der Barmherzigkeit. Rosenkranz zur Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen.
durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Er bittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Er bittet der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Er bittet der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not,
denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter, würdige uns deines Mitleids und schließe und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gibt.